Heute kommt mal ein kleines Arnold-Video, ein kurzes Video zwischendurch. Das heißt, wir gehen gleich in den Keller. Ich zeige euch alles so ein bisschen, was ich gestern geschafft habe. Also los! Die Aquarien habe, kann euch gleich sagen, der Film ist leider so ein bisschen verwackelt. Weil ich wollte erst mit einem Stativ arbeiten, habe ich es doch nicht geschafft. Und hier sehen wir jetzt rechts das Regal, was ich aus dem Gewächshaus geholt habe gestern. Denn auch wenn das Gewächshaus ein bisschen isoliert ist, ist so ein Foliengewächshaus, ich habe es mit Styroporplatten isoliert, habe ich doch die Kakteen rausgenommen, weil die doch so ein bisschen empfindlicher sind. Ja, ist ein typischer Kellerraum eigentlich, wo ich mir dann so ein bisschen mein Aquariumanlage gegönnt habe und aufgestellt habe. Weil es doch oben im Zimmer mit der Statik irgendwann nicht hinhaut und mit der hohen Luftfeuchtigkeit, was da durch die Becken. Aber zu die Anlage jetzt, die ich so ein bisschen erweitert habe oder aufgetunt habe, wird noch ein extra Video kommen. Hauptsächlich finde ich immer bei Kakteen, die schönen Säulenkakteen schön. Hier seht ihr so eine Laterne, die mit Strom funktioniert, aber halt die Optik hat wie eine Petroleumlampe oder Laterne. Ja, rechts habe ich dann immer noch die Wasserfässer zu stehen, die jetzt so ein bisschen im Bild gerade mal waren, wo ich dann das Osmosewasser sammle. Hier unten habe ich dann auch so kleine links Palmennachzuchten. Da ist unter anderem die Bismarckpalme. Da hatte ich ja schon mal ein Video über, wie ich sie ausgesät habe. Aber die kriegt gerade mal ein Blatt pro Jahr. Also entweder hat sie noch den optimalen Standort dafür gefunden. Und daneben ist dann auch noch eine, könnte eine, weiß ich nicht, ob das eine Winterharte, die Washingtoner Palme jetzt ist, Hanfpalme. Denn irgendwann hatte ich sie mal ausgesät gehabt und dann ist es auch irgendwo in Vergessenheit geraten, denn erst ab diesem Jahr ist sie richtig schön ausgetrieben. Die hat an der Seite so eine Feen dran, also dann spricht das eigentlich nicht dazu. Also da ich mir ja dann nicht sicher war, habe ich doch entschlossen, die Palme bei mir in meinen Kellerraum zu machen. Ja, und der Fußboden ist so drinne, wenn wirklich mal so ein bisschen Wasser ist drinne, dann ist es nicht so wild auf diesem Fußboden. Das ist also ein ganz normaler Betonboden. Hier sehen wir jetzt die Orange, die hier bei mir im Keller überwintert. Drinne, das Licht mit dem Lichtanspruch, das reicht genau aus für die. Wir haben ja auch nicht super Temperaturen hier drinne. Also ich fahre hier so im Keller so bis bei 18. Wenn es ganz kalt ist, 18 Grad und jetzt bei diesen Temperaturen 20 Grad, im Sommer 22 Grad und das ist natürlich optimal für die Garnelen. Hier haben wir die Red B Garnele drin. Da muss ich euch noch was zu erzählen. Ja, das war mal ein Stamm von 20, 30 Tiere, so, wo ich mir geholt habe. 4 Wochen lief das Becken ein, dann habe ich sie reingesetzt gehabt und es wurden immer weniger. Endresultat waren nachher nur noch 3 Garnelen drin gewesen. Da hatte ich dazu schon ein bisschen wieder mit den Weichwassergarnelen aufgegeben, weil ich gedacht habe, irgendwas muss es liegen. Und dann bin ich doch dazu gekommen, dass vielleicht der Sol doch ein bisschen vorgedüngt war, dass da Düngestoffe mit drin waren, was die Garnelen nicht vertragen haben. Gehe ich jetzt mal von aus, dass es daran lag. Denn irgendwann haben sich aus den 3 Garnelen sind jetzt 40 geworden, also dieses Jahr haben sie sich wunderbar erholt. Den Stamm hatte ich, glaube ich, das war letztes Jahr im Dezember geholt, der hat mir. Dezember, nein, was erzähle ich, das war ja noch im Februar gewesen, dieses Jahres hatte ich es geholt. Und dann hatte ich ab und zu mal so die gelben Neogaradina-Garnelen mit zu, die Yellow Fire-Garnelen, um ein bisschen Leben drin zu kriegen. Und dort bin ich jetzt schon wieder am Aussortieren, weil ja doch dann der Stamm sich gut erholt hat. Und da habe ich so mein Zuchtziel, deswegen habe ich auch mehrere Becken zu laufen. Das sind mehr oder mehr die schönen weißen rausziehe, also wo die Farbe weiß ausgeprägt ist, müssen, sollen natürlich das Rot weiter behalten. Das ist mein Zuchtziel, also 3 rote Streifen sollen drin sein, wenn es vielleicht funktioniert, dass die Streifen halt nicht so unruhig sind. Das ist mein Zuchtziel. Ja, und oben mein Ziel, was ich da bei den Becken gemacht habe, da kann ich ja dann immer mal noch ein Video drüber bringen. Denn es soll ja so alles so ein ganz, so ein bisschen Kurzvideo werden. Was jetzt eigentlich auch schon wieder zu lang geworden ist. Dazu, naja, ist nun mal so passiert,
Manche Sachen kann man auch nicht so in Kurzform erzählen. Was man so rüberbringen möchte, ist manchmal auch schwer. Und hier bei das Becken lege ich jetzt nicht auf Schönheit Wert. Da ist wirklich nur zwecke hier gebunden. Ich muss viel Platz haben, dass ich die Garnelen auch selektieren kann, wo ja schon fast wieder viel zu viel drin ist. Da hinten ist so eine Moosart drin, unter anderem so eine Ranke, Fleischfressende Unterwasserpflanze, wie es so heißt. Und als Bodengrund habe ich nicht so einen dicken Bodengrund gewählt, um es einfach so wenig wie möglich Schadstoffe drin zu haben, also Modder drin zu haben. Auch die Blätter, die ich hier einsetze, im Augenblick ist ja der Kirschbaum bei mir der große Renner bei den Tieren, da wird ab und zu rausselektiert, also dass die Blätter wieder rausgenommen werden, denn dann hier Posthornschnecken drin, die selektiere ich auch immer regelmäßig auf dunkle und ganz rötliche. Die läuft auch relativ gut, auch bei den Weichwassergarnelen drin von der Wasserwerte. Aber mittlerweile fahre ich alle meine Becken mit dem Leitwert von knapp 200, 250 und einem pH-Wert von 6,8. Und den pH-Wert teste ich hauptsächlich immer mit einem Tröpfchentest. Und auch nicht so oft, das kommt einmal im Monat jetzt vor. Also jetzt in letzter Zeit war öfters gewesen, weil ich ja die ganzen Wasserwerte verändert habe. Eine andere Osmoseanlage mir zugelegt hat. Da kommt ja dann Samstag ein Video drüber über meine neue Osmoseanlage, mit der ich dann super zufrieden bin. Bis jetzt noch, also kann da nicht meckern drauf. Ja, denn ohne Osmoseanlage bin ich der Meinung, kommen wir jetzt ja nicht mehr zurecht in dem Bereich Garnelen. Hier habe ich jetzt noch eine Wasserpflanze oben reingesetzt, die auch angefangen, Wasserpflanze, Entschuldigung, ganz normale Zimmerpflanze, die aber auch extra darauf geachtet, die für Feuchtgebiete ist, also mit feuchtem Boden klarkommt. Und wir sehen selber die hellen Wurzeln, die habe ich jetzt circa 2 oder 3 Wochen drin. Und das läuft doch ganz gut festgemacht mit einem Topf und einer Wäscheklammer. Das ist eine gute Lösung drin. Denn hier kommt es ja nicht auf Optik drauf an. Auch bei diesem Becken habe ich auch wieder Lufthebefilter. Dann dadurch ist immer der Vorteil, ich bringe Sauerstoff rein, habe eine schöne Wasserbewegung oben bei dem Becken. Und hier haben wir so eine Muschelblume noch. Und hier habe ich so mal mittlerweile die Wasserlinsen im Griff drin. Es sind immer noch ein paar, die sich sammeln oder vermehren. Aber ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, jedes Mal sieht so ein bisschen so raus zu fischen. Ja, das war halt eigentlich erstmal zu den Becken jetzt. Und ich hoffe, das andere Video, wie es jetzt mal so ist, hat euch auch gefallen drüber. War so ein bisschen mehr oder weniger spontan. Hier haben wir noch so einen kleinen Einblick von den Kakteen. Da hatte ich so einen Ableger, hab mal reingesetzt. Die hab. Kakteen sind Anführungszeichen pflegeleichte Pflanzen. Problematisch wird es halt im Winter. Dass der Raum darf nicht zu hohe Luftfeuchtigkeit haben. Oft gelüftet werden, die dürfen nicht zu warm stehen. Wenn sie zu warm stehen, brauchen sie wieder mehr Licht. Und hier sehen wir, schön neu ausgeschlagen, denn wie schon gesagt, schon, also die Kakteen. So, das war mein kleines Video so zwischendurch auf den Sonntag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen zeigen, was ich gestern so gemacht habe. Denn eigentlich sollte es kürzer werden, das Video, was leider nicht geworden ist. Es ist so geworden, wie es heute geworden ist. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen nach oben, würde ich mich freuen. Und wenn ihr noch nicht ein Abo da gelassen habt, dann lasst mal ein Abo bitte da und vergesst die Glocke nicht. Dann bleibt da immer auf den neuesten Stand auf meinem Kanal. Also bleibt gesund, Thorsten und seine Welt. Ciao! Thank you.